Komm, Koopa. Koopa! 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 Ich eskaliere dich! In der letzten Folge von Super Mario Party. Wir haben uns dem vierten Gebiet des Pfads der Prüfungen gewidmet, dem Geisterwald. Und dort gab es weitere 15 Prüfungen für uns. Und natürlich war unser Endgegner, wer hätte es gedacht, Puhu, jetzt geht's ins fünfte Gebiet. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Party. Wir machen weiter in der Kneifküste. Und ja, das ist schon der vorletzte Pfad der Prüfungen hier. Ja, es geht dem Ende zu, das Let's Play hier. Aber weißt du, Diddy Kong, kein Meer ist mehr Salz als in den Wassern von diesem Küstenstreifen. Oh, das soll an den vergossenen Tränen vorheriger Wettkämpfe liegen. Was? Keine Sorge, du schaffst das schon. Haben die gerade gesagt, da ist Salz im Meer von den Leuten, die bisher verkackt haben? Ernsthaft? Alles klar. Okay. Geil. Feier ich. Feier ich. Ja, nee, ich habe bisher noch nicht so viel Glück gehabt, ehrlich gesagt. Nein, hier. Hä, ich war doch schon mal saugut in dem Minigame. Hä, warum bin ich jetzt nicht gut? Hä? Wow, 9 Münzen habe ich jetzt auch mal bekommen. Ey, das sehe ich gar nicht erst ein. Das ist ja mal ultra peinlich gerade gewesen. Okay, komm. Ja, okay, nochmal eine Münze. Hey. Krasse Scheiße. Okay, komm, wir geben unser Bestes. 3 Münzen. Ich habe aber gerade wirklich nicht viel Glück. Ich hatte schon mal mehr Glück in dem Minigame, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht. Ja, hier 7. Na, immerhin. Nee, hier. Ja, ich habe es geschafft, Freunde. Und sogar nochmal. Okay, 32 von 20. Und zum Schluss habe ich dann doch nochmal ein bisschen was rausholen können. So, 20 Münzen war unser Ziel, von daher gar kein Thema. So, weiter geht's. Wir haben hier ja, glaube ich, ja 14 Prüfungen sind's, ne? Oh, Freunde, ich bin's Diddy Kong. Das ist wie die Endcard von Tino. So. Oh, ich bin's Diddy Kong. So. Ah, okay, das spielen wir. Dünn, dünn. Bam. Bam. Okay, das Minigame mag ich. Oh, scheiße, aber... Okay, ich muss ein bisschen auf den Takt achten. Na, die Koms versauen den geilen Rhythmus. Okay, jetzt habe ich ihn auch versaut, aber egal. Bam, bam, bam. Bam. Scheiße. No! Ich habe nur 43. Das ist ja mal... Okay, das ist... Das ist ganz schön fies. So, jetzt habe ich es geschafft mit 49 von 45, aber... Muss ich schon sagen, ist sehr knapp bemessen, der ganze Spaß. Auf jeden Fall. Also, ist relativ knapp bemessen. Weiter geht's mit irgendeinem Partner-Minigame. Mit Monty und Wario. Okay, wir spielen bissige Buxierer. Aha. Oder bissige Buxierer wahrscheinlich eher. Ja, wahrscheinlich heißt es eher bissige Buxierer. So, wir dürfen wahrscheinlich nicht umgebracht werden. Deshalb weichen wir einfach mal richtig wunderschön aus. Okay. Wir werden bisher noch nicht getroffen. Und ich hoffe, unsere Partner hier auch nicht. Oh, ja, 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 ja. Da hat er einen ganz schönen Drall drauf gehabt. Oh! Mein Gott. Ey, dieses Minigame. Oh, der hätte mich sowas von getroffen. Das nenne ich eine knappe Angelegenheit. Aber wir haben es geschafft. Also alles subidubi. Weiter geht's. Was ist hier am Start?
Herz am rechten Fleck. Okay, das erkennt man jetzt nicht unbedingt an irgendwas im Hintergrund, aber ist ja egal. Ich glaube, das ist auch schwer am Hintergrund zu erkennen irgendwie. So, immer in Richtung des Herzens schauen. Ich versuche mich zu konzentrieren. Nein, hä? Ich wollte nach oben. Oh. Ich darf keinen einzigen Fehler machen! Yes, ich hab's geschafft, Freunde. So, jetzt geht's nur darum, wie lange ich durchhalte. Oh, nee, doch nicht, okay. 36 von 30. Boah, das Minigame war schon hart. Also, ich glaube, jetzt wird's wirklich ein bisschen schwerer. Und ich habe auch herausgefunden tatsächlich, dass es später noch einen schweren Modus gibt. Den brauchen wir aber zum Glück nicht für unseren Juwel. Also der schwere Modus ist einfach nur eine zusätzliche Challenge, für die man nichts bekommt. Zum Glück, Alter. Ey, Diddy mit Donkey Kong. Keine halbe Sachen. Ja, komm, das Dream Team hier schafft das locker easy. Okay. Bam. Schön, schön, schön. Sehr schön gemacht, Leute. Ja. Okay, die Gegner sind aber auch nicht so hardcore. Ja, und da haben wir es ja auch schon geschafft. Habe ich auch gesagt, das Dream Team schafft das locker easy. Das ist gar kein Thema. Okay, gegnerisches Team ist besiegt. Das ist schön. Und als nächstes gibt es nochmal ein Team-Minispiel. Okay, Hallöchen. Und das danach ist auch nochmal ein Team-Minispiel. Huch. Okay, geht ab hier. Geht ab. Wir halten wieder senkrecht und schleudern den Bumerang auf die Pockys. Das ist eine schöne Sache. So. Ich musste nur gerade schauen, welcher Charakter ich überhaupt bin. Zack. Wunderschön. Dann halt nicht. Okay. Ja, Wolski. Und beim Zurückfahren noch den anderen mitnehmen. Alles klar. Gar kein Thema. Ja, ich meine, hier 60 Punkte zu erzielen, ist jetzt wirklich eine Leichtigkeit, finde ich. Wow, 107. 111. Wow. Das ist krass viel. Ich weiß nicht, ob wir jemals so viel geschafft haben überhaupt im River Survival Modus. Weiß ich nicht mal. Aber das war auf jeden Fall nicht wenig. Weiter geht's. Hier mit Cooper. Was spielen wir? Nicht den Faden verlieren, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, nicht den Faden verlieren, Tatsache. Okay, Runde 1. Aha, okay. Cooper, einfach stehen bleiben, würde ich dich bitten. Das wäre eigentlich ziemlich nice von dir. Cooper, was machst du denn? Ey, ich eskaliere irgendwann noch mit diesen Comms, ne? Cooper, bleib einfach stehen diesmal, okay? Bleib bitte einfach stehen. Danke. Ey. Okay. Komm, Cooper. Cooper! 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 Ich eskaliere dich! Cooper, schaffst du das alleine? Wie sieht's aus? Boah! Ey, nee, das geht so. Sowas von gar nicht. Cooper! Cooper! Sei froh, dass ich ein so gutherziger Mensch bin. Ansonsten hätte ich den Bildschirm schon eingeschlagen, dich aus dem Bildschirm rausgeholt und dir einfach die Kehle dreimal umgedreht, Alter. Oh. Wie kann man denn... Pompom? Was machst du denn hier? Dich haben wir ja noch nicht mal als Charakter. Okay. Pompom bekommen wir aber auch noch irgendwann als Charakter. Irgendwann. Ah, mit 7 Schüssen schneller als Gegner alle Klötze umstoßen. Da bin ich ein Profi drin. Zack. Wunderschön. Bams. Wow, als ob wir da drüben gerade sau viel abgeräumt haben. Zack, alles runter. So. Und dann schmeißen wir die letzten auch noch runter. Mit 6 Schüssen haben wir es sogar geschafft. Es wäre sogar wahrscheinlich noch weniger drin gewesen. Aber... Hauptsache, wir haben das Ziel erreicht. Und später im schweren Modus, da werden die Challenges wirklich schwer. Aber, oh nein, der raffinierte Ruck. Nein. Oh, das ist das Minispiel, wo ich eindeutig am schlechtesten drin bin. Das ist wirklich eindeutig das schlechteste Minispiel für mich. Okay, versuchen wir unser Bestes. Wow, schon verkackt.
Okay. Scheiße! Ich hasse dieses Minigame. Ich weiß nicht mal, ob wir es noch schaffen können. Ich hasse dieses Spiel! Wie ich es hasse. Ich hasse es! Boah, dieses... Das ist so ein Drecksminispiel. Das ist so ein Drecksminispiel. Oh, ich hab's geschafft mit der Taktik. 4-3-2-1-0. 4-3-2-1-0. Okay, Entschuldigung. Aber ich habe die ganze Zeit einfach laut mitgezählt. Und 4-3-2-1-0. Ne, so funktioniert das, Freunde. Probiert das mal, wenn ihr das nicht schafft. Einfach laut mitzählen. Das hilft doch ganz gut. Ja? Solltet ihr mal versuchen. So, innerhalb von 50 Sekunden müssen wir hier durchkommen. Alleine. Oder was? Ja, sieht so aus, als müssten wir hier alleine durchkommen. Und nicht runterfallen wahrscheinlich. Das habe ich jetzt gar nicht gelesen, ob wir runterfallen dürfen oder nicht. Aber ich vermute einfach mal, dass wir nicht runterfallen dürfen. Weil wäre ja sonst viel zu easy. Weil in 50 Sekunden hat man das locker. Aber wir müssen nicht mal runterfallen und schaffen das trotzdem richtig easy. Ja, gar kein Thema, Alter. Gib mir mal ein paar Herausforderungen, Freunde. Das ist ja lächerlich. Ohne, ja, 50 Sekunden und ohne Sturz. Ja, 50 Sekunden ist aber ein bisschen viel. So, nochmal ein Pinguin am Start. Nee, nee, ich würde schon gerne weiterspielen. Gar kein Thema. So, Münzminispiel ist als nächstes dran. Wohlstand in den Wolken. Ah, okay, das ist jetzt mehr oder weniger ein Glücksminispiel. Schon irgendwie, ja. Deshalb gehe ich nach links, rechts. Ja, aus Diddys Sicht ist es rechts. So. Nein, verdammte Kacke. Na. Na gut. Ich gehe in die Mitte. Ich gehe in die Mitte und versuche mein Bestes. Ich hasse dieses Spiel. Wie viele Runden gibt es ja eigentlich? 5, ne? Ich gehe wieder in die Mitte. Ich muss mir Münzen holen. Wahrscheinlich ist es das komplette Bescheuerte, was ich hier mache. Oh. Okay. Wir gehen jetzt in die Mitte. Komm. Lass mich in die Mitte. Ey, wie ich dieses Spiel hasse. Das ist reines Glück. Ich muss jetzt in die Mitte gehen, weil da 10 Münzen sind. Ich kann es nur noch so schaffen. Ich hasse dieses verdammte Scheiß-Minispiel. Oh, lol. Die sind sozial gewesen. Damn. Ich hab's geschafft. Das war aber wieder reines Glück, dass ich das geschafft habe. Also, hätten die Comms nicht andere Wege gewählt, wäre das nicht so easy möglich gewesen. Sage ich euch. Naja, Hauptsache wir haben gewonnen. Das ist ja das Wichtigste. So, buhu. Schau nicht bei denen beim Federball zu, sondern wir spielen jetzt Rache ist süß. Eine geile Tortenschlacht. So, gegnerisches Team besiegen ist dran. Na gut. Immer schön 2 Kuchen auf einmal mitnehmen. Ja. Haut ja richtig gut hin. Ja, schön gegenseitig sich das Zeug draufdrücken. So, schön draufzünden, Freunde. Ah, nicht so gut. Nein! Oh, Mann! Ey, du Arsch! Wir sind gerade noch gut dabei. Mann! Nein! Warte, Gleichstand zählt nicht als Sieg, ne? Schätze ich. Oh. Okay, Freunde, 19 versus 16 haben wir geschafft. Immerhin. Hat aber auch lang genug gedauert, muss ich sagen. Also nicht lang genug, ich meine, ich hatte noch ein oder zwei Fehlversuche hatte ich noch, aber trotzdem. So, Bombminden und dann kommt auch schon der Boss dieser Welt. Mal gucken. Bombminden sollte kein Problem sein. Ich finde das mit dem großen Schläger eigentlich relativ einfach meistens. Wenn die Comms jetzt nicht ultra schwer irgendwie sind, dann sollte das eigentlich kein Ding sein. Ja, außer ich stelle mich gerade so blöd an, wie ich mich halt gerade anstelle. Ne? Dann ist es natürlich auf jeden Fall ein Problem. Das ist nicht so geil. Das ist gerade überhaupt nicht geil.
Ich sollte mal ein paar Pünktchen machen. Das ist nicht so gut gelaufen. Fuck. Okay, keine Ahnung, was jetzt mit den Comms los war, aber jetzt habe ich 14 zu 4 gespielt. Das ist auch irgendwie so ein halbes Glücksminispiel, ne? Je nachdem, wie die Bomben halt runterkommen. Aber naja. Ist halt so, jetzt haben wir es gewonnen. Und wer ist der Boss? Es ist Peach. Peach ist es. Okay, hello. Was spielen wir? Ziehen und zerren. Oh nein. Wir spielen ernsthaft Seilziehen. Oh nein. Was müssen wir überhaupt machen? Ich weiß nicht mal, was wir machen müssen. Muss ich drücken? Hä? Muss ich drücken? Ich weiß es nicht. Hä? Muss ich drücken? Oder was? Hä? Ich kenne die Steuerung ja nicht mal. Ich kenne die Steuerung ja nicht mal. Oder? Hä? Ey. Oh, chill mal. Bekomme ich jetzt nochmal vielleicht eine Erklärung? Boah, was soll denn der Scheiß, ey? Ich bekomme keine Erklärung! Soll ich jetzt einfach Button-Spamming betreiben, oder was? Ja, anscheinend. Nee, anscheinend nicht. Oder? Hä? Was? Die sollen dieses Scheißspiel doch wenigstens erklären, Mann! Was ist denn das? Da gucke ich mir halt als erstes mal die Regeln an, oder? Was muss ich? Schnell hintereinander. Das habe ich doch gedrückt! Willst du mich verarschen? Ich hasse dieses beschissene Minispiel. Oh, ich dachte schon, ich habe verloren. Ey! Die konnte man ja nicht mal über die Linie ziehen. Das ist geskriptet, der Scheiß, Mann. Die Minispiele sind doch scheiße, Alter. Komm, mir reicht's. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Ich trinke einfach aus meiner schönen grünen, aus meiner Luftflasche. Oh, hi, Pompom. Spielst du jetzt auch mal mit? Na, das freut mich aber. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Yay.